Ich erwarte große Taten von Ihnen. Ich habe die Unabhängigkeitserklärung. Lieber Herr im Himmel, das hätte ich mir nie... Ich meine, ich bin fassungslos. Sie haben sich für wahr Ihren Platz in den Schriften der amerikanischen Geschichte verdient. Für diesen großen Tag wird man Ihrer immer gedenken. Das will ich auch schwer hoffen. Wie ich gehört habe, war es sehr schwierig. Daher möchte ich Ihnen einen zusätzlichen Bonus geben, um den Appetit für die Zukunft anzuregen. Aha. Erfreuen Sie sich an Ihrer Belohnung. Das haben Sie sich verdient. Kasching. Wow, 400 Kronkorken. Diagramm für ein Gleisgewehr. Das ist geil, weil ich denke nämlich, mit diesem Gleisgewehr können wir die Nägel verschießen. Also zumindest die Gleisnägel. Gucken wir uns das mal an. Notizen. Seward Square Artillerie. Artilleriebefehl 562, Taylor & Company, Team Alpha, Ort Seward Square. Gehen Sie auf die Luftbrücke in der Nähe des Seward Square in Stellung und schützen Sie die rechte Flanke der Gruppe. Nehmen Sie so viel Munition mit. Achso, nehmen Sie viel Munition mit, denn Sie werden eine Weile dort bleiben. Ein kleines Team wurde losgeschickt, um den Südflügel des Kapitols zu sichern. Wir vermuten, dass in diesem Bereich nur mit sehr wenig Widerstand zu rechnen ist. Aber für den Fall, dass dies nötig sein sollte, haben wir unserer Artillerie einige Koordinaten gegeben. Fordern Sie diese Angriffe an, indem Sie den Schalter benutzen, den wir für Sie bereitgestellt haben. Glauben Sie, dass Sie das schaffen werden? Archiv, Sicherheitsterminal, Kennwort für den... Gleisgewehr. Stellen Sie von der Werkbank Folgendes zusammen. Eine Krücke, eine Dampfanzeige, Kernspaltungsbatterie und ein Druckkochtopf. Gleisgewehr verschießt Gleisnägel aus Industrieanlagen oder Bahnhöfen, mit denen man seine Ziele mit ihren Körperteilen an die Wand festnageln kann. Ja, das ist doch mal was. Und schwere Körperverletzung? Das tut man auch nicht. Ich könnte kotzen. Ja, das glaube ich. Verständlich. So, jetzt gucken wir nochmal nach Aufgaben hier. Williams Handbuch. Prozessorgerät im Zentralrechner der Robco-Produktionsanlage installieren. Wissenschaftliche Anstrengung. Kontrollraum von Project Purity nach Papa suchen. Das wahrscheinlich hier im Jefferson Memorial, wa? Ich wusste es. Dann sollten wir da mal hingehen. Mal ein bisschen die Main Quest verfolgen. Und auch. Hallo. Vielleicht will ich auch dann bald mal anfangen und. Place ist zwar nicht der richtige Ort, wo wir hin wollten, aber wir können ja auch hier durchgehen und auf der anderen Seite wieder raus. Dann müssten wir nämlich direkt. Keine Probleme zu melden, nehme ich mal an. Nein, keine Probleme, Junge. Flightdeck? Nein. Ich hungrig. Da will ich doch gar nicht hin. Ich will eigentlich. Darf ich die Bestellung aufnehmen? Brahmin Steak und Scotch. Hier müsste es rausgehen. Genau. Na, vielleicht können wir ja da hinten durch. Wer weiß. Schauen wir uns das mal an. Kann natürlich auch sein, dass es da im Grunde noch mehr gibt, als da gerade zu sehen war. Und es sieht auch da noch aus. Wo müssen wir denn jetzt hin hier? Die Richtung. Ich glaube, wir könnten auch dann hier am Ufer lang gehen. Ne? Das müsste eigentlich auch funktionieren. Da ist es doch. Wollen wir mal gucken, ob wir da nicht reinkommen.
Da bin ich noch ein Supermutant. Was haben wir denn da noch? Andere Waffe. Pistole, war auch nicht. Sturmgewehr. Schützengewehr haben wir keine Munition für. Ah, nehmen wir die doch. Geht doch. Die drei Schuss mal eben umgemacht, den Freund hier. Wir hier hoch. Beziehungsweise nicht nur hoch, sondern auch rein in den Puff hier. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Oder? Gucken wir mal. Doch, ich glaube, den haben wir schon ausgenommen. Dann ist die Frage... Was gibt es eigentlich Neues von City Skylines? Bei City Skylines habe ich jetzt inzwischen 375.000 Einwohner. Und ist zwar voll, aber der Laden läuft, könnte man sagen. Einmal schön reinhalten. Von da so reinkommen. Und kennst du das Reisbrennen? Reisbrennen? Oh, Gift Shop. Jefferson Museum und so. Gift Shop. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Zu spät, Junge, zu spät. Was? War sicher nichts. Nein, da war nichts. Jetzt reicht's mir. So muss ich das Ding reparieren, glaube ich. Doch! Na, dann noch mal kurz sein Gewehr weggeworfen. Tuning-Veranstaltung für den Lausitzring. Nur japanische Fahrzeuge rumfahren. Natürlich alle getuned. Ach so. Ach so.
Nee, das kenne ich aber auch. Oh, Minigun. Minigun ist leer? Oh oh. Müssen wir damit mal weitermachen hier. Ja, es gibt ja auch sowas für Volkswagen-Fahrzeuge. Das hatte ich schon mal gehört. Was geht hier? Ich würde sagen, die Jungs haben auch nicht zerlegt. Sie sind angeschlagen. Verwenden Sie den Stimpack, schlafen Sie oder suchen Sie einen Doktor auf. Am besten alles drei. Mal wieder ein bisschen Mund für unser Scharfschützengewehr. Und irgendwo ist hier noch einer. Geht doch. Wo geht's hier hin? Keller der Denkmalanlage. Sprechanlage? Die Sprechanlage reagiert nicht. Das ist schade. Nuka-Cola Quantum. Was ist das hier? Tunnel and Shafts. Rotunda. Keller der Denkmalanlage. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, wo wir Papa hier finden sollen. Lecker, lecker. Ein Geräusch? Nein, hier ist nichts. Die Sprechanlage reagiert nicht. Toxic Material. Da hat sie ihn unter den Türrahmen gehoben.
Ist da irgendwas? Nein, hier ist nichts. Hier ist nichts. Und hier ist auch keiner. Hallo. Was haben wir hier noch? Project Purity Journal Eintrag 7 und 8. Gibt es da mehrere von? Naja. Gucken wir nochmal weiter. Ich glaube, das bringt da auch nicht so viel, wenn wir das jetzt anhören. Wenn wir eh nicht wissen, was in den ersten 6 Teilen besprochen wird. Hier gibt es Betten. Die sollten wir vielleicht mal benutzen. Wusstest du, dass der Typ von Maxter der Fallout-Typ ist? Maxter? Maxter? Nö. Das ist mir nicht bekannt. Angeschlagen, ja. Angeschlagen. Das ist auch ein guter Ausdruck dafür. Ich lege mich hier mal ins Bett. 7 Stunden. Da 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 da. Jet hat nachgelassen, Buffout, Entzugserscheinung, aber dafür sollte es uns wieder fantastisch gehen. Da hat jemand seinen Weber-Grill stehen lassen. Das gucken wir hier erstmal. Was ist denn das für eine Suppe hier? Vor allem, wer stellt hier eine Couch auf? Fuse. Ach du ahnst es nicht. Hilfssicherungskasten. Ups. Sie können das jetzt nicht verwenden. Das ist vielleicht eine Sache fürs Endgame. Die Speicheranlage reagiert immer noch nicht. Achso. Was haben wir denn hier noch Schönes? Große Whiskyflasche. Ich glaube, den kann man gar nicht trinken. Sparkredit. Maxter Sparkredit-Typ. Ah, okay. Röchel. Flood Control. Oh, was haben wir hier? Das Bett ist aber viel schöner hier. Oh, was haben wir hier noch? 9, 2, 3, 1. Bessere Zeiten. Das war bestimmt von Papa. Können wir hier einen Schalter umlegen? Netzschalter des Hochwasserschutzes. Geht nicht. Sie können das jetzt nicht verwenden. Die Idee war gut, aber die Arme waren zu kurz. Das ist noch ein Blutpaket. Oh, eine Waffe. Oh, Flasche Wein. Ah ne, Wodka. Nehmen wir auch mit. Immer Rinder mit. Okay,
geht's hier weiter? Dann haben wir ja gerade geschlafen. Hier waren wir drin. Ach, da oben waren wir auch schon. Ja, ja, ja. Ich kann mich hier sehen. Fuse Access. Ja, das ist der Sicherungskasten. Aber weiter ist hier wohl auch irgendwie nichts. Also, müssen wir hier wieder raus. Wir gucken uns mal diese Rotunda an. Mainframe. Gift Shop, Rotunda, Mainframe. Achso, hier waren wir auch noch nicht. Mainframe. Führt kein Strom und lässt sich nicht öffnen. Ja, dann doch eher die Rotunde. Museum und Souvenirshop. Rotunde. Wo sind wir denn hier gelandet? Giftshop? Erfüllt den Kontrollraum von Roger Purity nach Papas Holobänder nach Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort. Durchkämmen. Ja, wir haben doch noch nicht alle. Zu Ende. Ja, das ist definitiv der Kontrollraum hier. Das ist auch definitiv der Ort. Ich will da jetzt noch nicht spoilern. Für die, die es noch nicht kennen. Warum? Nein, ey, jetzt bin ich hier wieder festgeglitscht, oder was? Kakerlakenfleisch, so dies, das, jenes. Dann gehen wir hier mal rein. Können wir nicht. Ah, hier sind auch die restlichen... Papas Tagebucheintrag Nummer 10. Und hier fehlt ein entscheidendes Bauteil. Hier müssen wir nachher einen Code eingeben. Ich kann ihn mir denken, beziehungsweise ich weiß ihn. Tja, da fehlt noch irgendwas. Keine Ahnung. Jetzt hören wir uns mal den ganzen Rummel an, den Papa hier von sich gegeben hat. Mal, ob wir auch wirklich alle haben. Eins. Jetzt bin ich wieder da, wo alles anfing. Der Purity. Wir wollten die Welt verändern. Wir dachten, das Wasser des Lebens könnte Realität werden. Der ist total leise, ne? Darum ist das ein bedeutender Anlass. Denn auch nach 19 Jahren glaube ich noch immer daran. Projekt Purity kann und wird funktionieren. Dies ist nur der Anfang. Okay. Es ist eben der Anfang. Ja, das Spiel 2,5 Jahre gespielt. Kenne jede Mission auswendig. Boah, das ist heftig. Nee, ganz so gut kenne ich mich nicht mehr aus. Also ich habe es schon 2-mal durchgezockt und wollte es jetzt, bevor Fallout 4 nochmal rauskommt, so als Überbrückung zwischen Fallout New Vegas, das ich ja auch 1,5 Jahre Let's Played habe insgesamt, und Fallout 4 nochmal so reinschieben. Ich wollte aber jetzt nicht wirklich jede Mission machen, sondern eigentlich recht zügig durchkommen. Ich hatte damals auch eine Version mit, ich hatte ein DLC. Inzwischen habe ich mir die Game of the Year Edition für, keine Ahnung, was die letztes Jahr da gekostet hat. Oktober, November oder so, die Ecke habe ich mir die gekauft, ich glaube am 1.11.
Und die ganze Version habe ich dann irgendwie 6 Euro gekostet oder so. Das habe ich dann mal gemacht, weil sonst kosten die DLCs ja auch so ein 10er Stück oder so. Hast du mich schon woanders gesehen? Weiß ich nicht, aber man kann sich ja mal freundlich grüßen. Kann man ja auch machen. Es ist Tag 2 eines Versuchs, das Projekt wiederzubeleben. Ich habe einen der tragbaren Fusionsgeneratoren aktiviert. Aber das reicht nur aus, um die Notbeleuchtung und ein paar andere Systeme zu versorgen. Das genügt für den Moment, aber ich brauche Hilfe beim Hochfahren des Zentralrechners. Zeit, um Madison in River City zu besuchen. Madison in River City zu besuchen. Tag 3. Ich habe mit Dr. Lee, Madison, in River City gesprochen. Das Gespräch verlief wie erwartet gut. Das heißt, dass sie annimmt, ich sei total verrückt. Aber kann ich etwas überlegen. Sie hat ihr eigenes Leben, ihr eigenes Team und macht handfeste wissenschaftliche Fortschritte. Und da komme ich, der Inbegriff von Versagen und falschen Versprechen. Aber in Wirklichkeit brauche ich Madison. Das wissenschaftliche Team, das sie zusammengestellt hat. Ich kann es nicht selbst. Projekt Purity ist größer als ich. Schon immer gewesen. Ohne Kämpfen. Gottes darf nicht sterben. Nicht nochmal. Nicht so. Projekt Purity. So, L4. L4 haben wir noch gar nicht gefunden. Diese Tests waren ergebnislos, aber Madison und ich sind überzeugt, dass es sich um ein Problem mit dem sekundären Filtersystem handelt. Wir werden die Ausrüstung neu kalibrieren und es morgen nochmal versuchen, damit... James, bitte, ich arbeite. Jetzt ist nicht die richtige Zeit. Das ist also der nächste Schritt. Wenn wir die benötigten Ergebnisse erhalten, werden wir mit... James, stopp! Ich muss diese Notizen beenden. Wir werden die Probleme mit den Strahlungsminderern untersuchen. Das sollte... Au! James! Yes! Papa? Na, also wirklich. Ja, gute Nacht, alter Gauner. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Und ja, viel Spaß und Glück. Ich hoffe, man sieht sich bald mal wieder. Und Tattoo-Cleaner, was hat Tattoo, wenn eine Fallout-Puppe tätowiert? Ist auch keine schlechte Idee. Ich meine, das eine oder andere Tattoo habe ich ja sicherlich auch, aber über ein Fallout-Boy habe ich noch nicht nachgedacht. Ich würde mir auch gerne so eine Girl auftätowieren lassen. Wer nicht weiß, wer Girl ist, einfach mal nach Invader Zim suchen. So, das sollen wir uns jetzt anhören hier. Aufgebrochen, um nach etwas von Braun zu suchen, das uns bei der Fertigstellung des Aufbereiters helfen kann. Ich weiß nur, dass es sich irgendwo westlich eines Ortes namens Evergreen Mills in einer Waldstadt befindet. Aber ich werde es finden. Ich muss. Wir sind ganz nah dran. Aber ist das nicht sowieso die Geschichte von Projekt Purity? Ich muss ganz nah dran sein. Mal sehen, Braun das fehlende Puzzlestück. Ganz leise. Nicht zu verstehen im Grunde. Schreiben wir morgen per Kick. Ja, das könnten wir eigentlich mal machen, aber ich bin, das kann ich schon mal sagen, morgen ab nachmittags eingebunden. Ich bin nämlich auf einer Hochzeit. Mein Stream stockt sehr. Das tut mir wirklich leid. Lässt sich aber so eigentlich nicht ändern. Bei mir geht es eigentlich recht sauber raus. Auch konstant 30 Frames mit 3,5 Mbit. Ich weiß nicht, was da wieder im Argen ist. So, jetzt habe ich diesen Eintrag gehört. Wir stehen hier und eigentlich sollten wir den Teil der Quest doch jetzt beendet haben. Naja, ich weiß es nicht. Kommt vielleicht noch. Wer weiß. Auf jeden Fall stehen wir jetzt hier.